ein faszinierendes Grundkonzept, was dich in deinem Leben einen großen, und zwar einen großen Schritt nach vorne bringt. Hey, guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Ich stehe hier in Holland und denk gerade so nach. Und ganzheitliches Denken ist das, was ich immer propagiere. Und heute gebe ich dir, ausgehend von Alfred Adlers Theorien, eine umfassende Übersicht über dein Leben. Und am Ende dieses Videos setzt sich auf faszinierende Weise alles zusammen, was ich heute sage, zu einem überraschenden Fakt. Wenn du einen Menschen beobachtest, der Angst vor der Umwelt hat oder vor anderen Menschen, der nicht mehr das Haus verlässt, dann implizierst du eventuell, wie viele Menschen das auch tun, dass dieser Mensch aufgrund eines Traumas eine schwere Bürde zu tragen hat. Die missbrauchte und in Gefangenschaft gehaltene Natascha Kampusch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ist auch ein perfektes Beispiel, wie die Menschen ein Verständnis für einen traumatisierten Menschen aufbauen und diesen durch die Brille des Mitgefühls sehen. Der Arme oder die Arme. Kann Natascha nie wieder glücklich werden? Kannst du aufgrund deiner Geschichte nie ein glücklicher Mensch werden, weil du so eine schwere Last zu tragen hast? Viele Menschen glauben das. Doch ist es nicht für dich möglich, deine Mundwinkel anzuheben? Es ist sogar mittlerweile, das wusste Alfred Adler damals noch nicht, erforscht, dass durch Nachahmen eines Grinsens, Anheben der Mundwinkel, man tatsächlich fröhlicher wird. Schaffst du das zu tun? Wunderbar, dann hast du in jedem Moment die Freiheit, genau das zu tun. Ein Trauma kann zu einem sehr großen Ballast werden, wenn andere Menschen in der Umgebung eines traumatisierten Menschen diesen genauso behandeln. Er fällt immer wieder in seine Rolle zurück, der Arme. Wenn es in jedem Moment aber möglich ist, sein Glück durch eine einfache Übung, wie das ist ein Beispiel, zu erhöhen, dann wird doch noch mehr gehen, oder? Weit mehr. Und am Ende löst sich das in einem großen Leitmotiv auf, was du eventuell so nicht vermutest. Als erstes halten wir fest, du hast die Freiheit, trotz schlimmster Vergangenheit, in jedem Moment das zu tun, was du willst. Es gibt auf unserer Welt Optimisten und Pessimisten. Und in einem der vorherigen Videos habe ich dir schon gesagt, dass die Wissenschaft derzeit davon ausgeht, dass 50% genetisch initiiert sind und 50% sofort beliebig durch das eigene Verhalten geändert werden kann. Und das sei nun mal angemerkt, die 50% durch die Genetik mitgebrachten Eigenschaften, was sich dann in einem Pessimismus äußert, lassen sich dank der Erkenntnisse der Neuroplastizität auch ändern. Der Kern, der dich zum Optimisten oder Pessimisten macht, ist, wie du mögliche Geschehnisse in der Zukunft prognostizierst. Du kannst sagen, morgen wird ein schöner Tag. Oder du kannst sagen, morgen wird ein schlechter Tag. 50% Pessimismus können sofort geändert werden, indem man grundsätzlich es zum Prinzip, zum eigenen Prinzip macht, die Zukunft als positiv zu bezeichnen. Unabhängig davon, was man glaubt. Denn das ist sowieso egal. Wenn man wüsste, wie die Zukunft aussieht, wissen, dann wäre man ein ziemlich privilegierter Mensch. Das kann keiner. Und du bist natürlich neben der Tatsache, dass du das tun könntest, eben auch frei in deiner Entscheidung, das zu tun. Keiner zwingt dich, pessimistisch zu verlieren. Da ist niemand, der mit der Peitsche hinter dir steht und sagt, du musst jetzt pessimistisch sein. Denn tust du das, entsteht ein interessanter Kreislauf. Du erwartest etwas Negatives und blendest damit viele Möglichkeiten unterbewusst aus, die dafür sorgen, dass du die Chance hast, wieder deine Erwartungen zu erfahren und natürlich auch zu handeln. Beispiel, der unglückliche Single. Er identifiziert sich mit seiner Vergangenheit. Er ist der unglückliche Single. Daraus entsteht eine pessimistische Prognose für die Zukunft, die in dem Moment zur Realität wird, wo er es ausspricht. Und geht ein unglücklicher Single abends raus und fängt an zu networken? Nein, ein unglücklicher Single, der sitzt allein zu Hause, so wie sich's gehört. Unterbewusst. Das sind alles Mechanismen, gegen die wir uns nicht wehren können. Aber du, der unglückliche Single, die vergewaltigte Frau, der im Hamsterrad Familienverantwortung feststeckender Mensch, hat die Freiheit und hat die Fähigkeit zu sagen, das war meine Vergangenheit. Das ist passiert. Du kannst jetzt sagen, das liegt hinter mir. Heute, jetzt bin ich glücklich und heute gehe ich abends in die Stadt und suche mir eine Veranstaltung bei Facebook raus. Jeder kann das. Wir sind noch lange nicht fertig. Hier entwickelt sich etwas, was über die von dir wahrscheinlich
antizipierte Quintessenz eines derartig beginnenden Videos hinausgeht. Schenke mir Vertrauen. Der Alfred, der war kein Dummer und dieser Ansatz, zu dem wir am Ende kommen, der ist weit einfacher als die vorherigen hinführenden Thesen, wie das, was ich jetzt gesagt habe und was ich auch schon in anderen Videos gesagt habe. Aber sie sind wichtig. Es geht weiter. Akte Selbsthass. Nahezu jeder Mensch ist mit einer Eigenschaft oder einem oberflächlich sichtbaren Merkmal oder irgendwas an sich unzufrieden. Wir argumentieren dann häufig mit dem nicht von der Hand zu weisenden Argument, dass es in der Natur des Menschen liegt, strebsam zu sein und uns weiterzuentwickeln. Womöglich Dinge zu perfektionieren. Wir sind die Menschen, die Krone der Schöpfung. Naja, selbst wenn wir das mal so annehmen, so ist es doch eine sehr fragile Lebensgrundlage. Wie können wir nach etwas streben, was wir bisher nie erreicht haben und gar nicht wissen, ob es den perfekten Menschen jemals geben wird und ob wir das sein werden. Perfektion ist auch durchaus subjektiv. Wäre es nicht viel sinnvoller anzunehmen, dass wir Menschen nie perfekt sind und als Folge dessen wir auch gar nicht danach streben brauchen, perfekt zu sein. Unseren Fokus verschieben, dass wir als einzelner Mensch nie Perfektion erreichen werden, da es zu viele Talente, Fähigkeiten und Interessen gibt, die ein einzelner Mensch, so begabt er auch ist, nie erreichen wird. Ganz zu schweigen von unterschiedlichen Ansichten, was zum Beispiel perfekte Schönheit angeht. Warum den Fokus, und das ist der dritte Punkt, nach der Freiheit und der Fähigkeit des Handelns neu setzen. Fokus neu setzen. Nicht mehr auf Perfektion und damit Fokus auf das Ausmerzen von Schwachstellen, sondern wie wir unsere Stärken ausbauen, ohne perfekt zu werden. Ist nicht gesellschaftlich genau diese sogenannte Spezialisierung dafür verantwortlich, dass wir als Gesellschaft die Krone der Schöpfung, zumindest aus der Sicht der breiten Masse, sind? Wir befinden uns aber de facto in einer Gesellschaft des Wettkampfes. Rivalität. Rivalität um den Arbeitsplatz, um den schönsten Mann oder die stärkste Frau. Ja, das war bewusst so gesagt. Rivalität überall. Das beeinflusst unsere mentale Gesundheit negativ. Und zwar egal, ob wir zu den Gewinnern dieser Rivalität oder zu den Verlierern zählen. Und das überrascht. Denn klar, die Unproduktiven und die nicht so super duper sind wie die Stars der Gesellschaft, ne, die bekommen meist ein geringeres Selbstbewusstsein und sind damit nachvollziehbarerweise unglücklich. Aber die von einer Gesellschaft als die besten und produktivsten Menschen angesehen werden, sind trotzdem oft unglücklich. Das muss nicht einmal Burnout sein. Das kann einfach nur chronische Unzufriedenheit bedeuten. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war ein produktives Mitglied der Gesellschaft. Ich hatte alles, was man sich für Geld kaufen will und badete mit Ende 20 in Geld, Anerkennung und aufgebauter Familie. Ich hatte die Konkurrenz, die Rivalität alter Klassenkameraden und anderer Wegbegleiter hinter mir gelassen und war in meinem Umfeld der erfolgreichste und produktivste Mensch. Wer meine persönliche Geschichte und diese, was da alles dazugehört und meine Transformation in allen Einzelheiten wissen will, der erfährt in meinem Buch Endlich Frieden, was ich ja vor kurzem vollendet habe, wirklich alles, was mir passiert ist und wie ich aus dieser Produktivitätsspirale raus bin und was stattdessen passiert ist. Der Link dazu, den findet ihr unten in der Infobox. Ich war immer nach den zweifelhaften Bewertungskriterien der Gesellschaft der Beste und Erfolgreichste. Aber ich war nicht glücklich. Und so geht es vielen produktiven Menschen, die auch die Besten sind. Ne? Und ich kenne aus meinem früheren Leben einige Selfmade-Millionäre und Produktivitätsraketen. Das ist der Großteil der Menschen, die ich heute in meinen Coachings betreue, weil sie mir vertrauen, weil ich einer der ihrigen war. In einem elitären Kreis, der sich künstlich über andere Menschen erhöht, weil er einfach nur den Wettkampf gewonnen hat. Aber man ist innerlich leer. Es ist der größte Mythos der aktuellen Gesellschaft, dass Geld glücklich macht. Der größte Mythos. Denn
Wenn dieser entmystifiziert wird, stehen die Reichen und die Erfolgreichen plötzlich mit heruntergelassenen Hosen da, weil es alles ist, was sie haben, diese Zahlen auf dem Bankkonto. Daher gibt es immer wieder diese Medienproduktion, wie das Leben der Reichen und der Schönen. Das ist alles eine Riesenfarce. Wirklich zufrieden in diesem System der Rivalität, wirklich zufrieden, das sind die wenigsten. Jeder schaut auf sich. Umso bizarrer, und da kommen wir zu dem vierten Punkt, unseres genialen Konstruktes, was Alfred Adler erbaut hat und von mir jetzt etwas in Form gebracht wird, ist folgendes. Wir nehmen uns viel wichtiger, als es dafür eine Grundlage gäbe. Vieles dreht sich darum, wie man denkt, dass andere einen wahrnehmen. Das fängt bei der Optik an, aber geht über Eigenschaften und Leistungsbeurteilung bis hin zu Persönlichkeits- und Charaktereinordnung. Aber ich erzähl dir mal ein Geheimnis. Ich erzähl dir mal ein Geheimnis. Komm mal ganz nah ran. Weißt du was? Keiner interessiert sich für dich. Man tut sich chronisch überbewerten und die Bedeutung für andere. Den meisten ist man relativ egal. Die wenigsten Menschen machen sich wirklich intensive Gedanken über dich. Selbst ich, der hier auf YouTube Tausenden von Menschen sich präsentiert, bin denen auch relativ ziemlich egal. Und das ist vollkommen okay. Es gibt nur sehr wenige Menschen, denen wirklich etwas an einem anderen Menschen liegt oder generell an vielen anderen Menschen liegt. Und das merkt man dann auch in entsprechenden Situationen, in ihrem Handeln, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt. Nicht von Worten, sondern von Handeln. Du bist nicht der Nabel der Welt. Und hör auf, dir Gedanken zu machen, wie andere über dich denken. Ich ertappe mich eben auch aufgrund der YouTube-Arbeit immer wieder dabei, wie ich rüberkomme und wie man mich sieht. Aber das ist im Großteil einfach egal. Und das ist einfach nur tote Zeit. Und damit ist auch immer noch der Wunsch nach Bestätigung verbunden. Das fängt schon in der Schule an. Mitschüler hänseln andere, um selber nicht in den Fokus zu kommen und von ihnen Bestätigung zu bekommen, von den Größeren, die Stärksten. Das Notensystem, das trennt zuverlässig gute von schlechten Reproduktionsmaschinen. Ein System von Belohnung und Bestrafung. Und das führt zu Druck. Unsere Kinder sind auch einem Druck ausgesetzt, anerkannt zu sein vom Klassenkollektiv. Die Bestätigung, das lernen wir wirklich schon in der Schule, kommt immer von außen. Und wir müssen unser gesamtes Leben daran ausrichten, um zu überleben. Druck, Druck, Druck. Und wenn du das anprangerst, dann bist du schwach und kannst nicht mit Druck umgehen. Zack, wieder Druck, stark zu sein. Du willst nicht schwach sein, da hältst du die Fresse, um mit Druck gut umgehen zu können. Aber wenn du die Bestätigung von außen suchst, was passiert, wenn die Meinung der anderen plötzlich umschwenkt? Wenn der gesellschaftliche Zeitgeist plötzlich von links nach rechts weht, was heute gut war, nun schlecht ist. Ja, das bedeutet, du musst dich wieder anpassen. Ein Leben der anderen. Meinst du, dass andere besser beurteilen können, was du individuell brauchst, um glücklich zu sein? Ja, wunderbar. Dann mach genauso weiter. Ansonsten, geh den Weg deines Herzens und mach dich unabhängig von der Bestätigung anderer. Es ist hart, aber es ist ein Weg ohne Druck. Es ist der Weg in die Freiheit. Und weißt du, was das auch bedeutet? Misch dich nicht in das Leben von anderen. Höre selber auf, andere Menschen zu bewerten und ihnen zu erklären, was richtig ist und was falsch ist. Höre auf, deine Kinder vor jedem Fehler bewahren zu wollen. Höre auf, deinen Partner ständig zu kritisieren. Denn sie alle haben ein Recht auf ihren Herzensweg und ihre Erfahrungen. Viele Menschen fühlen sich isoliert, obwohl sie es nicht sind. Unsere Gemeinschaft in Deutschland fängt jeden Menschen auf und sichert ihm die Existenz. Selbst wenn es in Einzelfällen so ist, dass das System versagt, gibt es so viele tolle Menschen, wie ich auch hier gerade erfahre, die sich um andere Menschen kümmern. Dass niemand, wirklich niemand in Deutschland alleine sein muss, wenn er es nicht will. Und nun kommt Alfred Adler zu einer interessanten Erkenntnis, die vielen von dem, was wir bisher erarbeitet haben, zu widersprechen scheint. Gerade wenn es um den eigenen Weg unabhängig von den anderen geht. Wir haben angefangen, ich tue nochmal zusammenfassen, mit dem Punkt, dass wir frei sind, das zu tun, was wir wollen. Dass wir zweitens die Fähigkeit haben, anders zu agieren, als wir. Dass wir die Möglichkeit haben, auch drittens den Fokus, den
bewusst den Fokus zu versetzen. Frontalhirn sei Dank an dieser Stelle. Wir haben gelernt, dass wir selber nicht wichtig sind und entsprechend auf der Suche nach Bestätigung und Anerkennung nicht glücklich werden können. Dass das woanders herkommen muss. Und wir haben erkannt, dass es wichtig ist, andere Menschen nicht nach unseren Idealen zu bewerten. Zu was führt das? Das ist die ultimative Lösung. Du, ich, wir alle müssen, wenn wir wirklich glücklich sein wollen, selber unsere Nische finden, wie wir der Gemeinschaft dienen können. Wichtig ist es dabei, selbst zu entscheiden. Sonst ist man genau an dem Punkt, dass wir Anerkennung dafür wollen. Nein, der Punkt ist, wir machen das, was wir wollen. Aber wir machen es nicht für uns, sondern für die Gemeinschaft. Wir geben und sind damit zufrieden. Das ist nicht nur Alfred Adlers graue Theorie, sondern auch meine Erfahrung. Ich bin mittlerweile so arm und nach sozial produktiven Kriterien ziemlich am Ende der Effektivitätskette. Ich arbeite mehr oder weniger meine komplette Zeit dafür, andere Menschen glücklicher zu machen. Nicht nur bei YouTube, sondern eben auch in Gesprächen oder mittlerweile auch in solchen Transformationsspielen und in Seminaren. Und ich verdiene damit 800 bis 1000 Euro im Monat. Brutto. Ne? Wie ineffizient und wie wenig produktiv. Nein, genau das Gegenteil. Ich mache das, wofür ich geboren bin. Ich bin so zufrieden und ausgeglichen wie noch nie. Und es wird Tag für Tag besser. Ich erkenne immer mehr, dass es nicht um mich geht. Es geht nicht um mich. Nur wenn es der Gemeinschaft gut geht, geht es auch mir gut. Aber wir können das ganze Konstrukt Menschheit nicht überblicken. Auch wenn einige Menschen davon überzeugt sind, den heiligen Gral für die Gemeinschaft gefunden zu haben und die Gemeinschaft zu retten, vor allem in der Politik, sich aber dann in Streitereien und Debatten verzetteln, anstatt wirklich anfangen, etwas für sich zu tun. Die Talente, die man hat, selbstbestimmt, in die Waagschale zu werfen und anfangen, etwas zu tun. Genau das ist es. Wie ist es mit dir? Nimmst du dich auch so wichtig und wunderst dich, warum du nicht glücklich bist? Dann hoffe ich, das Video konnte dir eine Anregung geben, darüber nachzudenken, wie du dich in der Gemeinschaft einbringen kannst. Auf deine eigene Weise, ohne die Suche nach Anerkennung. Und dann verspreche ich dir, dann wirst du glücklich. Dann wirst du wirklich glücklich. Alles Liebe, dein Samu.